Allmächtiger Allah, heute wein ich in Gedanken, weil so viele unserer Kinder sind heute befangen. Gingen in das Netz eines schlimmen Demagogen, der mit Megafon nach Jüngern sucht, hilflos und verloren. YouTube und Facebook sind das neue Medium. Es wird gehetzt mit Pierre Vogel Evangelium. Hier vergiftet man durch Predigen anstelle des Schwerts. Menschen anderen Glaubens sind da leider nichts wert. Schiiten, Sunniten, Kurden, Juden und Christen, Aleviten, Jesiden und auch die Atheisten. Alle sind ungläubig, wenn man seine Lehren nicht befolgt. Eltern verlieren ihre Kinder und das ist schmerzvoll. Wir kommen alle von Gott, zu ihm kehren wir zurück. Das Schicksal meines Bruders Desodorg ist, was mich bedrückt. Gehirnwäsche total und das 24-7. Glauben ist Lieben, wie können wir da Menschen bekriegen? Astaghfirullah, die Welt dreht total durch. Supermächte finanzieren, sehen Tod und Furcht. Ich bin nicht ruhig, erhebe meine Stimme für die Vernunft. Sehr gut, wenn Menschen folgen, weil Verluste wehtun. Wahhabiten, Salafisten, ihr Ursprung bei den Saudis. Ich brauch sie nicht, weil sie benehmen sich lausig. Herr Vogel hat übrigens früher dort studiert. Deswegen wird er auch gerne von denen finanziert. Wir haben es satt, einfach nur Opfer zu sein. Unsere Kinder werden verführt, erleben Tod und Pein. Es geht wie immer um einen Fluss und die Kohle. Ein neuer Rattenfänger ist da, Pierre Vogel. Pierre Vogel, Pierre Vogel, ja, er schickt euch gerne zu den Drohnen. Pierre Vogel, Pierre Vogel, das ist kein Islam, Herr Pierre Vogel. In den Cities verteilt er den heiligen Koran und macht so einen auf einen fühligen Soldat. Heuchelt Verständnis und wollt die Menschen erwecken, dabei seid ihr selber geblendet und könnt es nicht checken. Euer ganzes Auftreten gleicht einer kleinen Sekte mit Pierre Vogel als Anführer und feinen Bärten. Seltsam, dass jeder islamischer Staat Kämpfer heute Schrecken verbreitet in alle Herren Länder. Wer nicht für euch ist, wird abgestempelt als Feind. Tod und Leid für jeden Liebenden der Wahrheit. Seit Tag eins vertritt der Vogel den Faschismus. Hass, Diskurs, Schluss mit meiner Last, sieh nur. Einstellung, Eindämmung, Aufstand aller Moslems. Norden, Süden, Westen und im Nahen Osten. Abu Hamza ist kein netter kölscher Jung. Er steht nicht gerade für Weltethos, frei nach Hans Küng. Es wird rekrutiert und so wächst die Gefolgschaft, weil nur eine große Masse an Jüngern den Erfolg schafft. Pierre Vogel, Svenlau, Sauerlandgruppe urteilen gerne über Menschen wie die IS-Truppe. Interpretieren vieles so, wie sie es brauchen. Suchen nach Jugendlichen zwischen Koma, Saufen und Glauben. Es gibt keinen Gott außer Gott. La ilaha illallah. Wir sind nicht alle wie ihr, Alhamdulillah. Wir haben es satt, einfach nur Opfer zu sein. Unsere Kinder werden verführt, erleben Tod und Pein. Es geht wie immer um einen Fluss und die Kohle. Ein neuer Rattenfänger ist da, Pierre Vogel. Pierre Vogel, Pierre Vogel, ja, er schickt euch gerne zu den Drohnen. Pierre Vogel, Pierre Vogel, das ist kein Islam, Herr Pierre Vogel.